Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier in meinem Kanal. Wir spielen Astro Colony. Ich würde sagen, entgegen anderen Veröffentlichungen da draußen an den Empfangsgeräten, es ist eine Mischung aus Factorio und Raft. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ein neues Spiel und wir geben unseren Samen ein. Hier, dann könnt ihr... Normalerweise macht man das ja nicht, aber dann könnt ihr hier mal den gleichen Samen spielen wie ich, ja? So. Sauerstoffverbrauch, ja, würde ich sagen. Bot aktivieren. Nein. Booster aktivieren. Kostenloser Bau, nein. Okay. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, damit ich ein bisschen auskenne. Und ja, wir starten hier in dieser wunderschönen Ansicht. Wir sind unterwegs in einem Raumschiff im Weltall. Das ist der Roboter, den ich gerade eben ausgeschaltet habe. Das ist sozusagen ein kleiner Tutorial-Bot. Our colossal ambitions pushed us to leave our homes. Driven by the need of development and achievements, humanity seeks opportunities to discover new worlds and perhaps new dimensions. We are the first colonists, laying the foundation for future generations. It's your turn now. Show your survival skills, unlock technologies, and remember, the galaxy is yours to conquer. Sehr gut. Ja, also das ist unsere kurze Einführung hier in dieses Spiel und sehr schön, eine Kubula, können wir rausgucken. Und wir sind in unserem Raumschiff unterwegs und jetzt werden wir quasi den Kälten des Weltraums überlassen. Und jetzt auch noch ohne, dass jemand bei uns ist. Wir sind also ganz alleine. Normalerweise hätten wir noch unser, ja, und da fliegt es weg, das Raumschiff. Normalerweise hätten wir noch unseren Tutorial-Bot dabei. Aber ich habe mir gedacht, ihr wollt natürlich der Gewerkschaft angeschriebener Monitore beitreten. Und auf jeden Fall sehen, wie ich hier versage. Überhaupt kein Problem, kriegen wir hin. Was würde ich gerne als erstes machen? Wir haben hier einen Technologiebau. Der ist übrigens auch sehr umfangreich. Ich scroll mal ein bisschen, da seht ihr, da geht es richtig ab. Und ich würde sagen, das Erste, was wir brauchen wollen würden... wäre, also ich würde gerne in Richtung, relativ schnell, Richtung Sauerstoffbarriere gehen. Folgendes, wir haben nämlich hier unten Sauerstoff, den wir immer verbrauchen. Und das können wir jetzt erforschen. Dafür brauchen wir zwei grundlegende Forschungen. Es gibt also auch hier unterschiedliche Forschungstiers, die immer komplizierter werden. Das kennt ihr ja schon aus diesen Spielen. Und wo kriegen wir die her? Wir nehmen unsere Bergbauhacke, aktivieren unser Jetpack. Und dann können wir hier diese Asteroiden minen. Und da sehen wir zum Beispiel hier, da haben wir einen. Da ist, in diesem Asteroiden sind Eiswürfel. Und ab und zu, wenn ich dann diesen Asteroiden abbaue, dann sehen wir da oben, gibt es die grundlegende Forschung. Mit dieser grundlegenden Forschung wird dann, wie gesagt, die Forschung abgeschlossen. Wenn wir also gleich zwei davon haben. Wir können das auch, glaube ich, anzeigen lassen. Ne? Das sollten wir vielleicht mal tun, dann ist das nicht so... da, so... Und da sehen wir jetzt da oben, eins haben wir. Wir brauchen zwei. Und dann können wir uns unsere Sauerstoffversorgung bauen. Dafür werden wir wahrscheinlich noch andere Materialien brauchen. Und genau, da ist jetzt erforscht, Sauerstoff. Ich baue den nochmal eben zu Ende ab. Denn ja, wenn wir hier ertrinken sozusagen im Weltraum, oder wie auch immer man das nennen soll, dann ist natürlich, ist es Essig oder eben kein Essig. So, hier... kennen wir auch aus anderen Spielen. Ich habe das Interface für euch übrigens größer gemacht. Ich verstehe immer nicht, wieso das so klein ist schon mal. Ihr wollt ja auf YouTube schließlich sehen, was wir hier tun, ne? So, und da haben wir dann jetzt, natürlich, klar, wir können Wände bauen und Boden und so weiter. Und bei Geräten haben wir jetzt das erste Gerät hier. Ein Sauerstoffgenerator. Wird hergestellt aus Eisenbarren. Wie stellen wir Eisenbarren her ohne Schmiede? Im Inventar, und zwar automatisch. Wir haben hier Rezepte. Man könnte jetzt sagen, immer wenn wir Eisenerz sammeln, bitte automatisch in Eisenbarren umwandeln. Kein einzelnes Crafting mehr im Inventar. Und ich meine, wenn man deswegen schon alleine dieses Spiel nicht lieben muss, dann weiß ich es auch nicht. Und ja, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Eisen. Dann gucken wir mal, haben wir hier noch in welches drin. Und dann können wir auch schon unsere erste Sauerstoffversorgungsmaschine bauen und uns dann überlegen, wie es weitergeht. So, hier haben wir Eisen und ich glaube, das Rostige, das ist wahrscheinlich Kupfer.
Jawohl, da steht es auch für blöde. Und wir haben weitere Forschung erlangt, aber jetzt machen wir erstmal die grundlegenden Dinge. So, genau. Ich würde dann sagen, so die Sachen, die uns versorgen, die packen wir mal hier auf die Plattform. Ist auch recht schön hier, ne? So, dann ist das das hier, oder? Sauerstoffgenerator. Wir müssen jetzt nur kurz... Habe ich noch nicht genug Eisen im Inventar? Ach, Kupfer brauchen wir. Oh, Mann. Diese Idiot da. Und ja, das ist also erstmal die Ressourcengeschichte. Aber wir haben Planeten, Planetoiden und so weiter. Das alles gucken wir uns an. Und wir können riesige Basen bauen. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen. Ganz am Anfang sozusagen konntet ihr ja schon sehen, wie das dann irgendwann mal aussehen wird. So, hier kommt Wasser rein, da kommt Strom raus, da kommen Waren rein. Ach, da kommen Waren rein. Da sollten wir es vielleicht doch hier unten irgendwo hinbauen. Und wir sollen uns überlegen, dass wir das irgendwie so eine einheitliche Richtung machen. Nicht, dass wir hier wieder kreuz und quer irgendwie bauen oder so. Aber ich glaube, am Anfang lässt sich das gar nicht vermeiden. Da fangen wir einfach mal, naja, anliefern. Machen wir mal so. Ja, dann können wir drauf gehen und da sieht man jetzt. Wir haben folgendes Rezept. Aus Eis wird Sauerstoff hergestellt. Und dann können wir hier das Inventar öffnen. Und dann können wir hier die Eiswürfel rüberschieben. Und dann seht ihr hier unten ist im Moment, das kann man wahrscheinlich schlecht erkennen, aber momentan ist mein Sauerstoffgehalt hier auf dieser Höhe. Wenn ich hier draufklicke, na, dann geht er hoch, ne? So, also dafür ist das gedacht. Genau, und so haben wir unsere erste Sauerstoffversorgung. Und was erforschen wir als nächstes? Wenn wir das hier wirklich als erstes haben wollen, so eine Barriere oder so, dann müssen wir erforschen Wasseraufbereitung und die Herstellung von Draht, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir jetzt erstmal die Wasseraufbereitung. Die ist auch jetzt bereits schon erforscht und dann gehen wir auf K. Da sehen wir alle Geräte, Werkzeuge und so weiter, die wir können. Und da sehen wir hier einen Eisbrecher. Der Eisbrecher erzeugt aus Eis Wasser und packt das hier in so Behälter rein. Und da würde ich sagen, da war ja hier, da war hier hinten das Wasser brauchen, würde ich sagen, wir packen mal hier ein Eisbehälter. Achso, wir müssen erstmal wieder Kupfer sammeln. Okay. Da machen wir das mal. So, ich habe da noch ein paar Ressourcen jetzt mal gesammelt. Und dann sehen wir hier, Wasser kommt da raus. Da vorne würde Strom reinkommen, wenn wir das ein bisschen bündig machen, dann würde ich das mal so hier hinstellen. Und dann kommt das Wasser in so Zwischenbehälter rein. Genau. Sobald wir die denn, können wir die Rohre, nee, dafür müssen wir erst dann die Drähte erforschen, ne? Die hier. So. Und dann können wir Drähte übrigens auch dann im Inventar herstellen. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir brauchen hier die Drähte. Und dann können wir auch sagen, hier, bitte einen. Und da wird ein Stack von diesen Dingern hergestellt. Aber die können wir auch noch nicht. Das soll noch irgendwas erforschen. Wassertransport, genau das hier. Und dann haben wir hier Wasserstoffherstellung. Und dann brauchen wir hier Platten. Und Ingenieurwesen. Ja, und da brauchen wir jetzt, da brauchen wir jetzt schon was anderes, nämlich Forschung. Jetzt stellen wir erstmal ein bisschen Wasser her. Das macht eigentlich keinen Sinn, glaube ich, noch nicht. Aber wir können es ja mal machen. So, hier haben wir das Rezept. Haben wir schon ausgewählt. Braucht aber Strom, Leute. Das heißt, wir brauchen jetzt auch noch eine Technologie für Strom. Ist hier Elektrizität. Und da können wir jetzt hier so einen Reaktor bauen, einen Kohlenstoffreaktor. Dafür brauchen wir aber, erstmal noch ein bisschen Eisenbarren, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Was fehlt da? Eisenbarren, genau. Dann gucken wir mal, haben wir hier irgendwo noch ein Eisenklötzchen? Da oben ist übrigens ein Planetoid. Oh, da hinten ist ein Planet. Oh, der ist ja gar nicht mal so weit weg. Oh, nicht schlecht. So, und hier haben wir Kohlenstofferz, das ist das, was in den Reaktor sozusagen, in den Kohle, ja, Reaktor heißt das ja gar nicht, in den Kohlebrennofen Kohlekraftwerk reinkommt. So. Da würde ich sagen,
Wir stellen den mal so hier hin. Öffnen den. Schmeißen wir die Kohle rein und wir sehen da, der produziert 10. Ja? Und dann können wir hier mit Gabeln, wenn wir den welche hergestellt hätten. Wir haben noch ein paar Kupferbarren, dann würde ich sagen, wir stellen mal. Wir haben 10. Noch mal aus der Hälfte machen wir mal Gabel. Und dann können wir mit den Kabeln hier. Jetzt überlege ich nur gerade, wie rum machen wir das. Dann würde ich sagen, wir legen die Stromleitung grundsätzlich eins hoch und dann können wir nämlich alles andere, was wir fördern und bewegen, eins tiefer setzen. Dann haben wir das einheitlich, oder? Also wir legen das mal hier hoch. Und hier auch. Eins hoch. Durchlaufen kann man, glaube ich, eh immer. Das können wir gleich mal testen. So, hier hin. Testen wir mal. Nee, aber wir können ja eh drüber fliegen. So, dann haben wir das verbunden. Dann gehen wir hier. Also ein bisschen wie so eine Hauptleitung. Dann gehen wir dann hier rum. Das können wir vielleicht später noch anders lösen. Aber auf diese Weise verbrauchen wir unser gesamtes Kupfer. Komm, dann brauchen wir das mal eben ganz. Ihr kennt ja den Spruch, Messer, Säge. Nee, komm, das nicht. Nicht hier im Dings. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht das jetzt anlassen. Weil ansonsten werden dann sofort alle Kupferbarren natürlich dann in Kabel verarbeitet, was wir nicht wollen. So, dann hier. So, jetzt hätten wir das schon mal verbunden. Und jetzt können wir auch hier noch den Wassertank verbinden. Und das damit verbinden. Und jetzt wird hier Wasser erzeugt. Das Wasser läuft in den Tank als Zwischenspeicher oder wird hier verbraucht. Wenn was nicht da ist, seht ihr das auch oben an diesem Zeichen. Und jetzt wird per Rezept im Moment gar nichts hergestellt. Wir könnten hier aber herstellen Sauerstofftanks. Wenn wir denn das Rezept hätten. Genau. Oh Gott. Ich muss mich auch mal wieder auffüllen, ja? Und wir müssen weiteres Eis sammeln. So. Ja, jetzt bin ich ja die ganze Zeit damit befasst, dass ich hier hin und her flitze. Gardehol, geht das nicht auch einfacher? Danke, dass du fragst, lieber Zuschauer. Natürlich geht das einfacher. Und das ist jetzt so langsam die Grenze an das, wo ich schon mal so ein bisschen reingespielt habe. Oder ja, ein bisschen weiter schon, aber ne? Hier gibt es die Sache Asteroiden fangen. Das würde ich gerne erforschen. Und wir gucken mal eben, welche Materialien wir dann für das Fanggerät brauchen. Welches ist es? Asteroiden fangen. Fangen. Und ihr seht, was hier alles gebaut werden kann, ne? Ist das Bergbau? Ja. Eisen. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben kurz eine Runde Eisen sammeln. Und hier haben wir Kohlenstoff. Wir haben die Forschung, die wir noch brauchen. Und wir haben Eisen und Kohle. So, und da könnten wir jetzt den Asteroidenfänger bauen, wenn wir denn genug Eisen hätten. Haben wir aber nicht. So, noch mal ein bisschen mehr Eisen sammeln. Hier, komm mal her. So. Und natürlich auch immer noch mal Wasser dazwischen, aber jetzt forcieren wir erstmal das Eisen. 5 braucht man, ne? Komm, dann machen wir den noch eben weg. So. Ja, wie funktioniert das? Diese Asteroiden, das ist ja alles nicht so wirklich automatisch hier. Aber wir können jetzt hier so ein Ding bauen. Und auch das braucht Strom, ne? Das seht ihr schon. Jetzt gucke ich nur gerade, wo ist denn der? Da. So, da kommt Strom rein. Da kommen Sachen raus. Dann würde ich das mal so machen. Und da oben seht ihr, da sitzt jetzt so eine Schussvorrichtung dran und wir müssen jede Menge Stromkabel nochmal bauen. Eieieiei. Das ist ja wieder
Wir müssen ja jetzt hier das da unser Stromnetz anschließen. Und wenn die übrigens hier einschlagen, ne, dann sind sie weg. Dann waren wir nicht schnell genug. So. Gehe ich nochmal eine Runde craften. Sieht auch übrigens grafisch, finde ich, recht schön aus. Nur die Animationen sind halt noch so ein bisschen... Ja, wie sagt man? Da wird im Zweifelsfall wahrscheinlich noch mehr gehen. 6 Kabel. 6 Kabel wird nicht reichen. Gut. Ja, und das Ziel ist natürlich, ne, letztlich hier irgendwie zu überleben und Dinge zu erforschen. Das findet natürlich nicht alles nur hier statt, wie ich schon sagte. Ne, wir haben auch Planeten und so, da bin ich mal gespannt, wie wir uns da dann anstellen. Und es gibt noch einen Twist. Denn während wir hier am Anfang alleine sind, heißt es ja Colony. Es heißt ja nicht, Garderol macht ja irgendwas alleine oder so. So, wir können jetzt hier zum Beispiel, zack, da drauf schießen. Dann wird der reingesammelt und das, was da drin ist, wird da rausverarbeitet. Hier haben wir nochmal Eis und Kupfer. Und der wird dann so lange festgehalten. So, und da sieht man jetzt hier, da ist der Asteroid drin. Hier sieht man auch, wenn der Strom durchläuft. Und dann wird er jetzt verarbeitet. Und die fertigen Sachen kommen dann raus. Theoretisch bleiben erstmal hier im Speicher. Aber natürlich gibt es auch, na, ihr ahnt es schon, guck mal, da, Förderbänder, Entschuldigung, okay, so, warte mal, wir wollten aber erstmal hier dieses Sauerstoffproblem lösen und dafür brauchen wir Ingenieurswesen und für Ingenieurswesen brauchen wir da werden dann diese Forschungspunkte hergestellt und die Forschungspunkte wiederum brauchen wir dann hier für die weiteren Punkte, das heißt, wir brauchen da ein Forschungslabor. Das Forschungslabor braucht jede Menge Drähte, meine ich. Ne? Da. Genau. Stellen wir die mal schon mal her. Also noch genau die zwei, die wir da haben. Okay. Und dann können wir theoretisch... Da müssen wir jetzt halt immer machen. Ist aber immer noch einfacher, als wenn wir die selber so reinsuchen, ne? Genau, und da können wir nämlich theoretisch jetzt schon mal anfangen, hier so ein bisschen die Forschung vorzubereiten. Ach, 20 brauchen wir davon, um Gottes Willen. Na, nehmen wir mal die hier raus. So. Dann packen wir mal ein paar hier rein. Und dann helfen wir noch mal ein bisschen beim Abbauen, würde ich sagen. Oh, Gold! Oh, huch, halt. Okay, das mit dem Clipping, das üben wir noch mal. Und der gute Ernst-Eiswürfel. Und den gibt es auch noch. So. Was ist da hinten denn? Bedringen. Ein Transporttor in eine andere Dimension. Welche Gefahren mag es hier wohl geben? So, Eiswürfel. Noch nicht verkehrt. Und wir brauchen insgesamt ja die drei noch, ne? So, dann haben wir Forschung. Wer hätte das gedacht? Ja, und die würde ich dann hier hinten irgendwo hinbauen. Und da gucken wir mal, wir haben jetzt zwei Eingänge. Und wir brauchen Strom. Dann würde ich die Eingänge mal, würde ich das mal so bauen. Oder? Ja, doch. So. Dann haben wir hier so ein bisschen so eine Forschungsecke oder wie man das dann nennen soll.
So, ist auch mit Strom versorgt. Ja, und ein Wissenschaftspunkt herzustellen braucht 2 Eisen und 2 Kupferbarren. Ja, das heißt für uns also jetzt erstmal jede Menge hier weiter Sachen einsammeln. Achso, der ist noch am Arbeiten. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Ah. So, hier Ditte wieder rein. 10 Produktionen. Gucken wir mal, haben wir denn überhaupt genug Reaktoren jetzt? 76. Das heißt also, wir müssten theoretisch jetzt schon den 2. Reaktor bauen, um das ganze Ding hier überhaupt sinnvoll betreiben zu können. Ne? Ist schon krass. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal kurz eine Runde Materialien farmen. So, hier habe ich noch ein bisschen gesammelt. Und schon mal in die Maschinen reingepackt. Und ja, wir müssen uns überlegen, was wir dann wohl als nächstes machen würden. Das riecht schon so ein bisschen wie die Birkenbiel. Könnten wir ja annehmen, dass wir das hier so haben. Und dann würden wir als Schlussfolgerung aufkommen. So, 4. Da stellen wir mal ein paar Forschungspunkte her. Und dann würde ich sagen, was nehmen wir als erstes? Was bringt uns am meisten weiter? Schmelzen und dann Logistik? Nee, wir wollten hier die Sauerstoffdinger bauen. Genau. Denn im Moment müssen wir erst immer noch hier hinflitzen. Und dann hier so, wow. Voll machen. Und Edzardler müssen wir nur Folgendes tun. Wir stellen eine Sauerstoffbarriere. Wenn wir denn genug Materialien hätten. Wir brauchen dafür Gold. Oh Gott, wir können Gold... Ah! Wir müssen doch erschmelzen lernen, weil wir können kein Gold im Inventar, glaube ich, herstellen, oder? Nein. Okay. Also, schmelzen. Wird auf jeden Fall. So, da haben wir die Schmelze. Und die Schmelze, die stellen wir jetzt wie folgt hin. Wir brauchen Ströme. Wir brauchen einen Input hier eventuell von den Sammlern. Das heißt, wir machen mal 1, 2, 3 und dann so. Dann können wir hier nämlich direkt den Strom anschließen. Und hier theoretisch dann Materialien, die wir reinsammeln. Ich denke mal, das wird wieder Kraut und Rüben, was ich hier baue. Das wird sowieso nicht funktionieren. Aber wir packen mal das Gold hier rein. Und schon wird automatisch werden Goldbarren hergestellt. So, und hier müssen wir mal aufpassen, dass wir auf jeden Fall genug Kohlenerzdinge haben. Dann haben wir nochmal Eisen. Nochmal Eisen und Wasser. Man kann immer 2, ne? Einer drin und einer davor. Genau. Und jetzt haben wir Wissenschaftspunkte. Wir könnten jetzt also die Logistik freischalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit der Logistik bauen wir, wisst ihr es schon, wir gehen mal auf den 2. Reiter, auf den 3. Da. Förderbänder. Was brauchen wir für Förderbänder? Wir brauchen diese Gitterdinger. Und die stellen wir wiederum im Inventar her. Ich würde sagen, machen wir mal 3. Und dann geht das auch schon los hier. So. Geht das ziemlich langsam. Achso, das ist nur 1 immer, ne? Also ein Eisen ergibt ein Förderband. Oh, wacker. Können wir sowieso noch nicht nutzen, weil... Ich glaube, wir müssen noch was anderes erforschen. Und zwar hier, Logistikblöcke. Genau, mit den Logistikblöcken filtert, also hier, guck mal, blockiert bestimmte Ressourcen auf dem Förderband, filtert bestimmte Ressourcen oder schiebt. Das heißt, wir können hier bestimmen, wie die Sachen laufen, in welche Richtung und so weiter. Ne? Also da können wir schon sehr, sehr komplexe Sachen bauen.
Und wir müssen für unseren, genau, wir hatten die Goldbarren gebaut für unsere Barriere. Dann würde ich sagen, als Abschluss für diese erste Folge, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Abo da, das nicht vergessen. Stellen wir die einfach mal hier. So, immer nur Drähte. Mal einen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Das würde mich mehr unterstützen, denkt. Und natürlich einen Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Was denkst du? Kanntest du dieses Spiel schon? Bist du überrascht? Hat es dich überrascht? Hättest du dir gewünscht, von vornherein schon, dass ich das möglicherweise spiele? Hast du vielleicht darauf gehofft, dass ich spiele, weil du es schon kennst? Und wenn ja, wie viele? Ja, das, So, diesmal machen wir da die richtige. Genau, und da ist jetzt unsere Sauerstoffbarriere. Ihr seht, die ist aus. Warum? Weil sie keinen Strom hat. Nein. Hallo. Ist ganz schön. Hallo, unhöflich? Geht's noch? Wir brauchen nämlich. Ja, der ist jetzt an. Ne? Also immer, wenn wir jetzt hier drin sind, wird unser Sauerstoff wieder aufgefüllt. Aber. Sauerstofftanks müssen im Inventar sein und das bezieht sich übrigens auf das Gesamtinventar. Das heißt, hier müssen wir jetzt die Sauerstoffdinger herstellen. Und wenn die hergestellt sind, dann füllt sich automatisch unser Ding wieder auf. Ja? So zumindest das theoretische Prinzip. So, dann suchen wir uns nochmal hier neu. Das sieht auch so. Kriegt ihr auch immer Lust auf Käse, wenn ihr dieses Planetoiden-Symbol seht? Gold und Eisen. Eis. So. Genau. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt Sauerstoff hergestellt und ihr seht jetzt, unsere Flasche unten füllt sich automatisch auf, weil wir hier auch den Sauerstoff herstellen. Ja, schade um diese, schade Schokolade um diese Treppe hier. Ist ein bisschen blöd gelöst. Ja, diese Folgen, extra Länge, dank der Unterstützung von Quadro Plus. Dort hat übrigens gerade ein fantastisches neues Projekt gestartet, exklusiv für Plus-Zuschauer. Das kann ich auf YouTube so nicht zeigen, habe ich aber Bock drauf. Und zwar spiele ich Detektiv, und zwar im realen Leben. Ich komme euch auf die Spur. Ich ermittle anhand von Bildern, wo denn eure Location ist, und finde sie heraus. Klingt das spannend? Vielleicht nicht, aber es kommt super gut an. Und ja, vielleicht ist das ein Grund, wo du sagst, ja, ich gebe Plus meine Chance. Ab wenigen Euro eine halbe Pizza, eine halbe Schachtel Kippen pro Monat gibt es gerade Plus. 30 Tage lang alles sofort gucken. Sobald es produziert und encodiert wurde, würde ich mich sehr freuen. So. Geht ganz gut. Das nächste übrigens, was ich gerne erforschen würde. Was haben wir da? Ein Bergbau, okay. Scannen, Konstruktion, Motoren. Robotermontage. Das hier würde ich gerne erforschen. Automatischer Asteroidenfänger. Das klingt doch so nach Vereinfachung 1.0. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Konstruktion. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Wir müssen Wissenschaftspunkte noch herstellen. Nee, hä? Was fehlt denn da? Bin ich blöd oder was? 4 normale Wissenschaftspunkte, die haben wir. Und okay, dann machen wir mal Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Ja. So, genau. So in der Art. Fangen wir schon bei den nächsten. Ja, und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann schauen wir mal, schwupp und schwupp, wie es hier weitergeht. Euch besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss hier in Astro Colony. Tschüss.